CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und auch in Bayern hat uns zutiefst erschüttert. Wir mussten fassungslos mit ansehen, wie über 180 Menschen verstarben. Wir sind in Gedanken bei den Familien und möchten uns auch von hier aus vom Deutschen Bundestag unsere tiefe Anteilnahme aussprechen. Und wir mussten zusehen, wie unzählige Menschen alles verloren haben, wie binnen kürzester Zeit Lebenswerke zerstört werden, die betroffenen Personen über eine lange Zeit aufgebaut haben. Und das hat nicht nur finanzielle Lücken gerissen, sondern die Menschen vor Ort zutiefst seelisch belastet. Die Flut war extrem. Dort, wo Messeinrichtungen funktioniert haben und noch standen, lag der Messwert bisweilen über mehr als 50% über dem Höchstwert der letzten 75 Jahre. Und ich kann nur sagen, hier als Deutscher Bundestag, wir lassen Sie nicht alleine, denn wir werden helfen mit diesem Fluthilfefonds heute. Und das ist das Signal, was wir aussenden vom Deutschen Bundestag heute. Und selbstverständlich haben wir eine Sondersitzung gemacht, um diese zweite Stufe der Hilfe zu machen, nach der ersten Stufe der Soforthilfe. Und wir werden schnell handeln, indem wir heute die erste Lesung haben und am 7. September dann abschließen mit dem Gesetz und am 10. September im Bundesrat. Also auch hier gibt es eine schnelle Hilfe. Und ich möchte Danke sagen, Danke an die vielen Helferinnen und Helfer von Polizei, Bundeswehr, Verwaltung, Hilfsorganisationen, THW, Rotes Kreuz, Johanniter und viele, viele andere. Aber auch Danke sagen für die vielen privaten Initiativen von Handwerkern, von Privatleuten. Dieses Engagement hat gezeigt, dass unserem Land zusammengehalten wird und dass wir dort helfen, wo es dringend notwendig ist. Danke von ganzem Herzen an alle Beteiligten und Gottes Segen für die Betroffenen. Und so wie die Flut das uns bekannte Maß massiv überschritten hat, so muss auch unsere Hilfsbereitschaft einen deutlichen größeren Schritt machen als bisher. Bisher hatten wir immer Flutfonds von 8 Milliarden Euro, so war der letzte gestaltet. Heute bringen wir den Fluthilfefonds mit 30 Milliarden Euro für die Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern auf dem Weg. Übrigens auch wichtig, eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis 31.01.2022 und einen Pfändungsschutz für Privatleute. Auch das ist ein wichtiges und notwendiges Signal. Und wir werden sicherstellen, dass dieser Fonds bei den Privathaushalten und bei den Unternehmern, bei den Vereinen und den Betroffenen schnell und unbürokratisch ankommt. Und es ist übrigens für alle, die im Juli geschädigt wurden. Und hier möchte ich aus bayerischer Sicht noch eine Besonderheit mit einbringen. Es sei mir erlaubt in der Debatte. Es gibt eine Stadt in Bayern, Landshut, die ein Hochwasser erlebt hat am 29.06., also unmittelbar vor Juli. Und ich bitte auch diese, natürlich die im engen Zusammenhang mit der gesamten Fluthilfe steht, auch mit aufzunehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden mit diesem Fonds die Infrastruktur wieder aufbauen. Und wir flankieren es mit einer Regelung, dass es bei dem Wiederaufbau zu keinen neuen Planfeststellungsverfahren kommen muss, auch wenn übrigens nicht 1:1 aufgebaut wird, sondern wenn vielleicht ein Stück mehr Hochwasserschutz, ein Stück mehr Klimaschutz in die neuen Gebäudlichkeiten, in die neue Infrastruktur kommt. Das ist wichtig übrigens für die Planungsverfahren, die sonst sehr, sehr lange dauern. Und wir müssen natürlich den Hochwasserschutz verbessern. Und lieber Herr Kollege Kirscher, das will ich jetzt schon noch am Schluss sagen. Sie machen NRW verantwortlich, dass hier kein Hochwasserschutz gemacht worden ist. Der Ministerpräsident ist seit 4 Jahren im Amt. Und wenn Sie wissen, wie lange die Planungsverfahren dauern, wer hat denn die Verantwortung getragen? Rot-Grün war das. Und Sie haben gar nichts gemacht in Nordrhein-Westfalen. Gar nichts. Und die Folge von Ihrem schlechten Handeln ist jetzt zu spüren in diesem Land. Und Armin Laschet packt das an und setzt es um. Auch das muss man an dieser Debatte auch mal sagen. Also seien Sie nicht so scheinheilig, sondern graben Sie vor Ihrem eigenen Haus und kehren Sie vor Ihrem eigenen Haus. Sie blockieren die vielen Planungsverfahren und Sie haben blockiert in NRW, dass hier was vorangegangen ist. Herzlichen Dank. Dr. Lukas Köhler, FDP, ist der nächste Redner.